Und damit hallo und herzlich willkommen, nächste Folge Elden Ring. Obwohl ich sollte eher sagen, Hallihallo Grindhouse Gaming hier mit einer weiteren Folge Elden Ring. Denn ich habe mir endlich mal ein bisschen eine kleine Begrüßung einfallen lassen, damit es nicht immer mit so einem Hallihallo Elden Ring anfängt, sondern so ein Hallihallo mit Kanalname und dann was gespielt wird. Also fast dieselbe Begrüßung, nur eben ein bisschen anders. Es geht jetzt aber auch los, ich laber nicht viel länger. Bin nebenher eh schon am Loswackeln. Wer letztes Mal dabei war, der weiß ja Bescheid, dass wir heute vorm Radan stehen. General Radan. Ich habe die Rani-Questline nachgeholt. Das heißt, ich muss diesen Bosskampf, diesen ekligen Doppelbosskampf hier nicht machen, sondern da vorne geht's zu Radan. Jetzt müssen wir aber hier wahrscheinlich erst noch mit ein paar Leuten reden. Auf jeden Fall mit dem guten Herrn hier, mit Blight. Ah, da seid ihr ja. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Doch sofort hierher. Die Akteure sind bereit. Gleich hebt sich der Vorhang. Bieten wir ihnen ein unvergessliches Schauspiel, okay? Also, aber sterben wir bloß nicht. Auch im Rannis Willen nicht. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Auf in den Kampf. Wir zusammen. Hm? Ha, dann zeig mal, woraus ihr gemacht seid. Aus Haut, Knochen und Fleisch und Knorpel und so. Auf in den Kampf. Er wiederholt sich. Ja, gut. Das hätten wir. Ich weiß gar nicht, ob man mit ihr reden muss. Oder kann sie gar nicht reden? Nee, sie verbeugt sich nur. Ach, guck an, ich krieg. Ah ja. Ich krieg zu viel. Nein, ich krieg eine Geste. Heldenzeit willkommen. Die Sterne stehen wieder richtig. Das Fest ist nahe. General Radan, der mächtigste Halbgott der Zertrümmerung, erwartet euch. Das halte ich für ein Gerücht, dass das der mächtigste ist. Helden, macht euch bereit für die Schlacht. Bezwingt den General, für den Ruhm, für die große Rune. Ja, ich werde es versuchen. Ein Fest des Krieges, das Fest von Radan. Da freut er sich, aber... Schreien die jetzt alle mit oder nicht? Ich finde es auch cool, dass die hier nur als Phantome anwesend sind. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, hierher zu wackeln. Den kennen wir, glaube ich, auch irgendwoher. Ne, den kennen wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Mit Alexander muss ich noch reden. Ah, da seid ihr ja. Wie schön. In der Tat hatte ich mir schon gedacht, dass ich euch hier finde. Ach, wisst ihr eigentlich, für wen dieses Fest veranstaltet wird? Für niemand anderen als General Radan höchstpersönlich. Allein der Gedanke, mich einem großen Helden der Zertrümmerung zu stellen... Einem Halbgott aus Fleisch und Blut. In Wahrheit lässt mich dieser Gedanke erschaudern. Sein Ruf ist wahrlich furchteinflößend. Aber diese Furcht bestätigt meine Annahme, dass alle Mühen es wert sind. Jetzt sucht euch nun eine Position. Ich habe es nicht lesen können. Ich, Eisfoss Alexander, schwöre hiermit, mich furchtlos dieser Prüfung zu stellen. Ja, ich auch. Auch wenn mein Deutsch mich schon wieder verlassen hat, kämpfen kann ich hoffentlich noch. Sucht euch eine Position, von der ihr alles überblicken könnt. Ich beschwöre, bla, ja. Ich suche mir keine Position, von der ich alles überblicken kann. Ich mach da mit, Kerl. Das glaubst du aber. Da gehen wir jetzt auch rein. Genug gebrabbelt mit den Leuten. Obwohl, ich glaube, wir müssen mit dem Dulli noch labern, damit es losgeht, kann das sein. Seid ihr zu allem bereit, mein junger Freund? Das Fest beginnt. Ich bin zu allem bereit. Ich werde dich gleich backstabben. Nein, absolut bereit. Jetzt geht's nämlich los. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Eine kleine Zwischensequenz. Das arme Pferd, ey. General Radan is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot. Das arme Pferd, ich sag's doch. Long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Lecker. Howling at the sky. But now, ja, zuerst wird aber gefeiert. Oh
Oh, hier versammelt Helden, möge das Fest beginnen. Das Fest des Krieges, das Fest von Radahn. Yay! Hui, hui, hui. So, geht los. Endlich. Ihr werdet den Ort der vergangenen Schlacht jenseits der Kirche am Ufer unter der Festung. Ihr findet den Ort. General Radahn ist gerade dort. Seines Verstandes beraubt verschlingt er Leichen. Mahlzeit. Und heult den Himmel an. Ja, dann gehen wir los. Dann gehen wir los. Liegt da unten was? Schaut nicht so aus. Wenn nicht, können wir uns das wahrscheinlich nachher auch noch angucken. Gehen wir mal schauen, was wir hier so haben. Hier ist zu. Gibt hier... Ach ja, hier hockt der eigentlich auf dem Stuhl, glaube ich, oder sowas. Oder der kann hier auf dem Stuhl sitzen. Der Dude da draußen mit dem Schwert. Der da rumschreit, von wegen Radahns Säuferfest geht los und so. Etc. pp. Ja. Und hier geht's runter und hier ist irgendeine Tür ohne Sinn. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir rein da, jetzt gehen wir rein da. Also der Bosskampf, wer es nicht weiß, da ist was ganz Spezielles, ne? Den spielt man komplett nicht alleine. Da beschwört man die Leute, die draußen gestanden sind. Blight, Alexander und diese anderen Phantome, die beschwört man die ganze Zeit rein. Soweit ich weiß, also man kann ihn auch ohne machen und man beschwört die halt rein und die kämpfen mit. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich weiß noch, dass ich den früher mal gemacht habe, bevor er genervt wurde. Weil ich habe das Spiel ja seit Anfang an. Früher war der kackschwer, dann wurde der genervt und dann wurde irgendwann nochmal ein bisschen hochgesetzt wieder, weil sie ihn zu sehr genervt haben. Ich habe den Originalradar zerlegt. Ich weiß nicht, wie er jetzt ist. Keine Ahnung. Wenn er wieder ein bisschen gepusht wurde, ist er wahrscheinlich wieder ein bisschen stärker. Ich muss auch aufpassen, der wird mich jetzt gleich probieren, vom Pferd zu rotzen. Hat er fast geschafft. Das Problem ist, dass er... Ich glaube, ich muss vom Pferd runter, das macht er die ganze Zeit. Und hier kann ich jetzt einfach diese Phantome reinrufen. Von den anderen Leuten, die da im Hof standen. Menschenskinder, man sollte halt richtig abrollen, ne? Jetzt kann ich nicht abrollen, weil der Typ mir den Emote schenkt, ey. Ich sterb gleich. Ich komme keine 5 Meter weit. Oh. Der hört halt nicht auf, bis ich noch näher ranlaufe. Klasse. Oh. Jetzt hört er auf, weil die anderen da sind. Gut. So, dann rufen wir mal noch ein paar Leute rein. Der kriegt auf jeden Fall gut auf Deckel. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die Frage ist, wie lange brauche ich jetzt zum Zaubern hier? Lohnt sich da? Es tut auf jeden Fall weh. Problem ist, er tut auch weh. Oh Gott. I'm bad. Oder auch nicht. Ich glaube, ich zauber lieber so. Aber ich muss erstmal treffen dafür. Ja, der Typ ist richtig hammerhart, ich sag's euch. Oh. Blade ist tot, schön. Oh Gott. Jetzt wird's ganz eklig. Wir gehen besser gucken, ob wir noch irgendwo Leute finden. Aber schnell. Da oben haben wir noch jemanden. Wer ist das? Habe ich sie jetzt gerufen? Habe ich gerufen? Da hinten ist auch noch jemand. Kriegsgefäß Alexander ist auch schon besiegt. Hier ist gar nichts, oder was? Das ist nur Verarsche. Jetzt ist Maria. Hör auf, du. Ihr müsst bedenken, der Typ hockt immer noch auf seinem kleinen, ranzigen Pferd. Das Pferd tut mir richtig, richtig hart leid. Autsch. Ja, ich sollte gucken, was er macht, wenn ich hier rumrenne, glaube ich. So, komm. Wieder vom Pferd genutzt, der Typ, ey. Ich war zu langsam. Der scheppert böse rein, ich sag's euch. Der scheppert richtig böse rein, der Dude. Ja, Marikas Pfahl. Ich hätte mir fast denken können, dass der Dude uns ziemlich böse auf den Deckel geben wird. Blub, da steht er. Einfach wieder reingeploppt in die Spielwelt. Ich habe eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob das was bringt, den zu vergiften. Ich weiß gar nicht, ob man den vergiften kann. Wir werden es probieren. Ich probiere nah an ihn ranzukommen und so einen Giftnebel hinzuflocken. Mal gucken, ob das was bringt.
Und dann könnten wir halt die Strategie fahren, dass ich wild hin und her renne und einfach nur immer wieder Leute reinbeschwöre oder so. Oh. Lalala. Das Timing von dem Pfeil muss man halt auch erst wieder reinkriegen. Aber es funktioniert. Es funktioniert einigermaßen. Ist doch schön, ist das. Ah, jetzt kommt das Ding. Ich glaub's ja nicht. Der will mich echt tot. Der hat keinen Bock auf mich, so wie es aussieht. Null und nichtig hat der Bock auf mich. Der spinnt ja komplett. Jetzt macht er das schon wieder. Nee, macht er. Nee, macht das. Gut, ich dachte schon, da kommt mir wieder mit dem anderen Dingens da. Muss mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege mit dem Giftnebel. Ich glaube eher nicht, wahrscheinlich. Patches ist in seine Welt zurückgekehrt. Patches ist echt der mutigste Typ, den es gibt. Ohne Witz. Tendiert eher zu Null, der Dude. Ja, keine Ahnung, ob ich das hinkriege, wenn ich mich jetzt hier einfach mit den anderen hinstelle. Und den ein bisschen vergifte, ob das funktioniert oder nicht. Eher nicht, wahrscheinlich. So wild, wie der hier rumschwingt. Ich werde auf jeden Fall mal meine Runen holen. Und gucken gehen, ob ich da noch jemanden beschwören kann. Ist er vergiftet? Oder sah das nur so aus? Hab ich es vielleicht doch geschafft? Hallo! Stop it! Jetzt am Helden! Oh Gott! Gleich haut der Blight auch noch kaputt. Gott! Gott, Gott, Gott! Da oben ist noch jemand. Mensch, jetzt Kinder, ich sag's euch, dieser Bosskampf ist eh so richtig. Da ist niemand. Schön. Sehr schön. Aber ich glaube, er ist vergiftet. Es sieht auf jeden Fall stark danach aus. Oh. Ja. Okay. Schön. Der One-Hitted. Der One-Hitted böse. Der One-Hittet mich ja komplett aus dem Leben raus. Geht mit dem Kerl ab. Junge, 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 wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das hinkriegen? Da muss ich ja mit in den Nahkampf gehen und ich weiß nicht, ob das was wird als Zauberer. Wenn der einmal blöde ausholt, bin ich tot. Diese komische Ding da killt mich zwar nicht. Weil da hatte ich früher das Problem, dass mich das Ding nämlich komplett gekillt hat. One-Hitted, einfach aus dem Leben raus gewonnen-hittet, dieser Pfeil hier. Das passiert mir jetzt zum Glück nicht als Zauberer. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber dafür seine körperlichen Angriffe ballern mich halt trotzdem One-Hit aus dem Leben raus. Und in das Ding will ich auch nicht reinrennen hier. Oh Gott. Suckdown reitet genau rein, fast. Schön. Sehr schön. So, hör mir bloß auf, Freund. Macht er das jetzt schon wieder? Ein Nervsack ist das. Ein alter Nervsack. Hör doch auf. Ist er echt? Spinnt ja komplett, der Dude. Ich glaube, ich werde trotzdem nochmal die Strategie probieren, ihn irgendwie zu vergiften. Eventuell wird das was. Oh. Wieso geht er denn auf mich? Da stehen so viele Dudes rum. Ich habe mich zu früh gerollt. Komm. Bleib mal drin stehen, Dude. Ich werde gleich erbrechen, ich sag's euch. General Dulli, ey. Junge, Junge, der Dude. Oh, ich will aber jetzt nicht, ich will nicht woanders, ich will den jetzt, ich will den wegnatzen irgendwie. Der muss doch irgendwie kaputt gehen, der Dude. So wie es ausschaut, kann ich nicht in den Kampf reingehen. Ich muss wirklich passiv kämpfen. Der haut mich ja so schnell aus dem Leben raus und ich bin leider nicht so gut, dass ich den besiegen kann, ohne von ihm gehittet zu werden. So gut bin ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so gut werden will. Eher nicht, das braucht nämlich ziemlich viel Übung. So viel Zeit zum Üben habe ich nicht. Hallo.
Jetzt kommt das schon wieder. Alter Nerferino, du. Oh mein Gott. Genau deswegen will ich da nicht drin landen. Schön. Sollen wir uns Online-Hilfe holen? Aber Online-Hilfe wird uns da auch nicht viel bringen, weil die Dudes da genau gleich rumeiern wie wir wahrscheinlich. Wir können es probieren. Ich meine, das ist eh ein Kampf, den ich mit NPCs bestreiten muss oder kann. Also warum soll ich es dann nicht probieren? Wo habe ich denn das Zeug überhaupt? Ich habe es noch gar nicht im Inventar. Ja, dann werden wir es dann irgendwie so suchen. Wir werden es ja finden irgendwo, oder? Habe ich überhaupt was davon? Wo ist das Zeug überhaupt? Das ist die andere Frage, ne? Dann gehen wir doch auf Ausrüstung. Da finden wir es wahrscheinlich einfacher. Habe ich was davon? Da habe ich nichts. Doch, da ist es doch. Krummfingermedizin. Ja. Wir probieren es jetzt mal. Vielleicht kommt auch gar keiner, wer weiß. Vielleicht kommt auch niemand. Ach, guck an. Natalia. Und, wen haben wir noch? Sedoc. Ich weiß nicht, ob ich es lesen will. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas sage, was ich nicht sagen will. Dann lassen wir es am besten und lesen es nicht. Da gucken wir mal, ob da irgendwas geht mit denen oder nicht. Kann auch sein, dass die gleich wieder verschwinden. Die lagen nämlich in dieser Herbeirufungsreserve und die Leute an dieser Herbeirufungsreserve tauchen, wollen unbedingt nicht genau dahin, wo man sie hinruft. Deswegen mal gucken, ob die da bleiben oder nicht. Erstmal nett verbeugen. Grüß Gott. Achso, ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, ich habe mich ja nochmal umgestaltet, nur ein bisschen Fashion Souls betrieben. So, Hallöchen. Warum auch immer du nur im Nachthemd kämpfst, gute Frau. Ich hoffe, das wird was. Verbeugen. So. Dann hätte ich gesagt, gehen wir da rein. Die freut sich. Er freut sich auch. Dann Attacke. An einen anderen Ort reisen. Da muss ich nur mal hoffen, dass das jetzt was wird. Sind die schon... Die sind schon mit da. Das ist sehr schön auf jeden Fall. Wo ist Radan? Ach, schön. Ploppt irgendwo da ganz hinten im Bild auf erstmal. Oh. Die Sache ist halt, dass ich jetzt nicht aufs Pferd hocken kann. Das geht nicht, wenn man Leute in seine Welt gerufen hat. Das ist der erste Kampf, den wir übrigens mit anderen bestreiten. Oh Gott, oh Gott. Es kommt immer näher. Ich hab's überlebt. Schön. Ich hab's überlebt. Immerhin. Schauen wir mal, ob da was geht. Mit den lieben Leuten. Ich verspreche mir ja nicht viel davon. Patches ist wieder abgehauen. Ist ja typisch für den Dude. Der bleibt ja eh nie da. Jesus Gott Maria. Ich glaube, ich zauber doch keine Giftpfütze rein diesmal. Das ist mir ein bisschen zu kriminell. Ich schieß ein bisschen mit meinem Bogen rein. Peng. Ja, der eine ist schon tot. Das hat gelohnt. Sehr geile Sache. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nö, 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 stopp. Oh mein Gott. Der hat böse kassiert gerade. Ich habe mich zu früh abgerollt. Ach Mensch. Ich habe schon gemerkt, dass es nichts wird, so wie ich mich abgerollt habe. Ist das nervig, ist das. Ich mag den Kerl nicht, ich sag's euch. Ich mag den überhaupt nicht. Probieren wir es noch einmal mit Dudes. Dann müssen wir mal weiterschauen. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht meine ganze Krummfingermedizin verballern, obwohl ich eigentlich weiß, wie man die herstellt. Mal gucken. Die Natalia rufe ich wieder, die war nicht schlecht, aber der andere Duderino, ich weiß nicht. Der war ein bisschen... Vielleicht hat er sich auch nur schlecht abgerollt, der Gute, wer weiß. Wahrscheinlich so professionell gespielt wie ich.
Ja. Schön, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich hoffe, dass das was wird, Mensch. So. Hallo nochmal. Ich hoffe, du bleibst. Ja. Ich glaube, wir gehen einfach zu zweit rein. Schauen wir mal. Sie hat sich ja ziemlich gut geschlagen. Ich war ja derjenige, der gestorben ist. Schauen wir mal. Jetzt habe ich den Buff nicht, oder? Doch. Schön. Sehr schöne Sache. Dann gehen wir rein. Erstmal gucken, dass wir alle reinrufen und nicht einen vergessen auf dem Weg. Gut abrollen. Muss natürlich gelernt sein. Am besten nicht bei mir abschauen. Das funktioniert nicht immer. Jetzt kommt das wieder. Oh Mann. Ich hasse es. Ich sag's euch, ich hasse es. Dieser Radan, ey. So ein Zepp. So. Runen. Null Runen. Ach, sie hat ihn vergiftet. Das ist ja auch schon mal sehr nice. Gut zu wissen. Ich werde, glaube ich, wirklich auf Abstand bleiben, ne? Das Ding endet, sobald ich tot bin. Jetzt haben wir auch noch einen T-Posing-Radan. Schön. Schön, dass der rumspacken muss jetzt. Sehr schön auf jeden Fall. Sehr nice. Ist auch überhaupt gar nicht nervig. Oh Mann, ist hier noch jemand? Ja komm, da rufen wir die gute Frau nach da oben. Ist eventuell auch jemand, wenn wir Glück haben. Die Fingerjungfer Terolina. Wen haben wir hier? Niemanden oder wie? Nicht schön. Sehr schön. Sehr ungeil eigentlich. Ach, die schießt mit der Armbrust rein und vergiftet ihn und scharlachfeult ihn etc. pp. Oh Gott. War das knapp, ey. Oh nee, jetzt kommt. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse es. Ich sag's euch, ich hasse es. Wo ist er? Oh. Schlägt ganz böse ein, der Gute. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Der geht nämlich jetzt komplett Enrage. Und so wie es aussieht, geht er auf mich. Oder? Oh Mann. Mal weg mit deinen komischen Meteoren, Freund. Ich weiß, dass die Dinger mich definitiv auch one-hitten, wenn er mich trifft. Und ich will eigentlich ein bisschen mitkämpfen hier. Ich habe noch gar nichts gemacht in diesem Kampf jetzt. Wenn die mir der Meteor jetzt gleich an den Schädel fliegt, bin ich halt sowas von tot. Aber Blight haut gut hin. Da, zack, zack. Ich treffe, glaube ich, nicht mal. Schön. Sehr schön. Ja. Ist jetzt fraglich, ob das feige ist, was wir hier machen oder nicht. Aber wir wollen ja auch nicht irgendwie 48 Folgen gegen Radan kämpfen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es backt noch rum, es backt noch rum. Radan, wo ist er? Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Ich habe ihn nicht mal gesehen, den guten. Hallo. Ich glaube, ich gehe mal gucken, ob ich noch Leute finde irgendwo. Oh Mann, ey. Tut halt Not. Tut halt echt Not hier. Ich will nicht, Leute, ich will nicht. Oh Gott. Wieso hat der gerade so aufgeholt eigentlich? Wieso hat der Dude gerade so aufgeholt? Steht plötzlich hinter mir. Ich habe mich gerade richtig hart erschrocken. Mm-mm. Ja, sag mal, wo gibt's denn sowas? Also echt. Oh Mann, ey. Nervig. Richtig nervig. Carla, der hat ihn auf jeden Fall schon mal umgehauen. Der hat den Helm von ihm. Obwohl, das hat, glaube ich, gar nichts damit auszusagen. Wird sich zeigen. Wir rufen jetzt auf jeden Fall noch zwei Leute rein. Nochmal. Was ist eigentlich das hier? Das ist rot. Ja, genau. Ich werde hier auf jeden Fall PvP machen, guter Freund. Definitiv nicht. Wir gehen jetzt noch einmal rein, liebe Leute. Dann muss ich die Folge eh beenden, ob wir es schaffen oder nicht. Vielleicht wird es ja was, wer weiß.
Vielleicht haben sie auch Bock oder auch keinen Bock. Also diese Natalia ist schon mal sehr gut. Hat auch immer noch Bock, so wie es aussieht. Gehen wir rein. Alle ready. Da geht's los. Ja, sehen alle motiviert aus. Einmal buffen oder nicht. Schön, anderer Ort. Zack, bumm. Attacke rein da. Aller guten Dinge sind 5 oder 6. Keine Ahnung, wie oft wir es schon probieren jetzt. 5., 6. Mal oder so. Irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wie viele Anläufe ich beim ersten Mal gebraucht habe. Da war er ja wesentlich schwerer noch. Da waren aber auf jeden Fall auch einige Anläufe dabei. Einige viele. Vor allem ganz allein ist der Typ halt knüppelschwer. Und wenn ich jetzt hier halt nachts Magier spiele, kommt halt noch dazu, dass ich eine Glaskanone bin. Ich halte ja selber nichts aus. Der One-Hittet mich aus dem Leben raus, der Dude. Schön, danke. Der One-Hittet mich in ein anderes Zeitalter rein, wenn es sein muss. Ins Zeitalter der Sterne. Um bei irgendwelchen Elden Ring-Anspielungen zu bleiben. Ich glaube, ich werde mal das Ding saufen. Da habe ich noch ein bisschen Rüstung, glaube ich. Oh Gott. Stopp. Nicht auf mich. Ich glaub's nicht, ey. Richtige Nervensäge, der Dude. Schießen wir mal mit dem Bogen rein, der hat eine bessere Range. Schön. Ja, warum nicht? Wir schießen erstmal dran vorbei. Schön. Sehr schön. Oh Gott. Oh Mann. Was geht denn ab hier? Ich ralls nicht. Ich ralls echt nicht, Leute. Ist das, weil ich Leute reingerufen habe? Ist die... Dadan ist ein Nervsack vor dem Herrn. Das glaubt keiner, ey. Meine Fresse, ist der ärgerlich, nervig und sonst irgendwas, du. Ich glaub's nicht. Oh Mann, ey. Jetzt gehen wir nochmal alleine rein. Ich will es jetzt noch einmal ohne Leute probieren. Fertig. Ich gehe rein, probieren zu vergiften und probiere dann irgendwas anderes aus. Irgendwie. Vielleicht mit dem Bogen schießen und immer wieder aufs Pferd hocken und wegrennen und Leute beschwören und was weiß ich, was alles. Ziemlich fail jetzt aufs Pferd hocken. Ja, der Kerl snipe besser wie jedes 14-jährige Kind, das Call of Duty spielt. Ja. Um mal die Call of Duty Spielergemeinschaft ein bisschen zu roasten hier. Nein. Hör doch auf. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich mir gerade die Runen ernsthaft wiederhole. Da liegt eh nichts rum. So. Schön. Schön. Was war das denn? Was zur Hölle war das gerade? Ich hab nicht den blassen Schimmer, was ich gerade tue. Oh Gott. Warum habe ich überhaupt Aggro? Hat da echt noch keiner von denen angegriffen oder was? Leute, was ist mit euch los? So, zack. Weg da. Haben wir ihn vergiftet? Sieht fast danach aus. Er ist vergiftet. Schön. Die Frage ist, wie lange hält das Gift? Wahrscheinlich nicht allzu lang. So, kommt ein Pfeilchen noch rein. Hat getroffen sogar. Schön. Ich habe getroffen. Es hat gesessen. So. Jetzt macht er wieder irgendwelche komischen Faxen, der Dude. Oh Gott. Mann, ey. Ist der nervig. Haben wir hier nicht noch irgendwo beschwörbare Leute? Was ist jetzt los? Oh nein, ich hätte ihm einen Finisher geben können. Also in Dingens. Eviscerate Dingenskirchen. Wie heißt das nochmal? Ich habe vercheckt, wie es heißt. Ihr wisst, was ich meine. Er lag halt K.O. am Boden. Genau das Ding. Ja, Blight ist tot. Schön. Ich auch gleich wahrscheinlich. Jetzt kommen die komischen, ekelhaften Bobbles. Hör auf. Nicht schon wieder irgendwelche Bobbles.
Mann. Oh Mann. Hol dir doch mal. Wo ist er? Der lebende Meteor. Er kommt. Oh, der. Ich will nicht mehr, ich will hier weg. Ich bin froh, wenn ich mir den Dude nicht mehr angucken muss. Das glaubt ihr gar nicht. Ist auch überhaupt gar kein unfairer Kampf, wenn der Typ irgendwie Meteore ruft, sich selbst zum Meteor macht und whatever. Ne, ist gar nicht unfair. Nee, nee, überhaupt nicht. Wie, ihr könnt das nicht, ihr Anfänger? Hoffentlich kann ich ihn so überhaupt vergiften. Wahrscheinlich eher nicht. Der wird nicht dahin laufen, schätze ich. Es wäre nett, wenn ich ihn nochmal vergiftet kriegen würde, aber ich weiß noch nicht. Jetzt werden wahrscheinlich gleich mal seine Dinger wegfliegen, seine Meteore dann. Oh Gott. Er rastet wieder aus. Er hat es wieder auf mich abgesehen, natürlich. Komm, sauf was, Kollege. Schön. Sehr schön. Ich hätte wahrscheinlich dieses Siegel in die andere Hand ausrüsten müssen, dann könnte ich ihn jetzt vom Pferd aus, glaube ich, anzaubern. Kann das sein, oder nicht? Oh nee. Vergiss es, mein Freund. Ich muss, glaube ich, noch nach Leuten suchen. Hier oben liegt doch noch jemand, oder? Ach, guck an. Den haben wir hier. Alexander und der Duderino, der den Kampf vorhin angesagt hat. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Hier ist niemand. Schön. Vielleicht kriegen wir ihn ja doch noch. Kastellan Jeren heißt er, genau. Der kämpft jetzt auch mit und der ballert, glaube ich, der kann ziemlich böse reinballern, wenn es sein muss. Also genau dasselbe, was der auch... Wieso springe ich von meinem Pferd? Oh Mann, ey. Hör bloß auf, Freund. Ich muss ihn irgendwie vergiften, sonst gibt das nichts. Vielleicht reicht das ja, wenn ich Glück habe. Tschüss. Oh, bitte. Oh Gott. Mama. Ist er vergiftet? Er ist vergiftet, glaube ich. Oder? Oder sind die anderen nur gerade richtig am Reinschreddern? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht richtig. Oh Gott. Jetzt rastet er wieder richtig. Ihr müsst immer an das arme Pferd denken, auf dem er immer noch drauf sitzt. Ne? Das Pferd macht nämlich die ganzen Bewegungen mit. Respekt ans Pferd an der Stelle. Das arme Vieh. Der ist nicht vergiftet. Oh Mann, ey. Ist das ärgerlich. Oh Gott, jetzt kommt das wieder. Dieser Rotz. Der räudige Rotz-Dude, dieser Radan. Fragt mich nicht, was ich jetzt gerade getan habe, okay? Ich weiß es nämlich selbst nicht. Ich habe genau gesehen, wo er hinfliegt. Und bin trotzdem genau in die Richtung geritten. Das hätte was werden können, liebe Leute. Ich sag's euch, das kotzt mich gerade auch nur ein ganz kleines bisschen an. Ja. Wir sind raus, auf jeden Fall. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support, so wie immer. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Auch wenn es nicht geklappt hat, vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge dann, diesen Radan aus dem Leben zu kloppen. Das ist so ziemlich der nervigste Boss im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Also es gibt nicht viele Bosse, die mir so auf den Sack gehen wie der. Ich hoffe oder ich denke, der Rest wird wieder ein bisschen einfacher wie dieser Dude. Deswegen will ich den auch endlich knacken. Wir gucken ihn uns nächstes Mal nochmal an. Ich bin jetzt raus, ich laber nicht viel länger. Geile Zeit noch, schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Ciao, ciao.